Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Meine Familie. Meine Familie ist das irdische Glück. Wenn ich mit meiner Familie im Garten sitze, wir grillen bei Sonnenschein und wir gemeinsam lachen, das ist für mich das ganz große Glück. Ja, da gibt es eine negative Eigenschaft. Ich bin leider sehr ungeduldig. Jetzt werden wieder viele lachen aus meinem Umfeld und meine Familie. Ich bin wirklich ungeduldig. Also bei mir kann es immer nicht schnell genug gehen und ja, eine ganz schlechte Eigenschaft von mir. Ehrlichkeit finde ich ganz wichtig und dass man gemeinsam lachen kann, dass ein Mensch Humor hat, weil ich lache auch unheimlich viel und unheimlich gerne und das ist mir sehr, sehr wichtig. Alles, was mit Sport zu tun hat, ich bin sehr sportlich, ich gehe gern Radfahren, schwimmen und ich beschäftige mich auch sehr gerne hier mit meinen Klotschen, denn ich sammle die ja, wie ihr vielleicht wisst, ich habe ja mittlerweile über 50 Paar in allen möglichen Größen und die kombiniere ich ganz gerne mit neuen Outfits und das macht mir unheimlich Spaß. Arroganz. Arroganz und ja, Leute, die irgendwie oberflächlich sind. Oberflächlichkeit mag ich auch überhaupt nicht. Wenn man geizig ist, das mag ich auch nicht. Ja, das sind so die Dinge. Ja, eigentlich finde ich die Zeit, in der ich jetzt so lebe, eigentlich schon ziemlich toll. Aber meine Lieblingszeit waren die 90er. Die 90er fand ich echt mega geil. Da bin ich ja aufgewachsen. Die Musik der 90er Jahre, die habe ich wie viele andere da draußen auch geliebt. Auch diese 90er Jahre Partys, die ja jetzt wieder total Hochkonjunktur haben, sind genau mein Ding. Ich war damals Fan von Blümchen. Ich habe mir wirklich tatsächlich Maxi-CD von Blümchen gekauft. Ja, 90er war eigentlich, finde ich, die geilste Zeit bisher. Ja. Ein Duett singen mit Peter Maffay auf jeden Fall. Er sagt ja immer, er wäre kein Schlagerfuzzi, ja, aber er ist ja immer der, er ist ja, eigentlich ist er ja, wenn wir es wissen, ein harter Rocker, ja. Aber trotzdem würde ich mit ihm unheimlich gerne mal ein Duett singen, weil meine Stimme sehr gut zu seiner passt, weil er tief singt und ich die Oktave drüber singe. Von daher würde das, glaube ich, ganz gut klingen. Wer weiß, vielleicht passiert das ja noch eines Tages. Meine nächsten Projekte sind auf jeden Fall eine eigene Clocks-Kollektion, die ich jetzt in Angriff genommen habe. Die habe ich selber designt. Da werde ich euch auf jeden Fall noch drüber auf dem Laufenden halten. Zurzeit machen wir gerade so eine kleine Clubtour, wo ich durch ein paar ausgewählte Clubs, pendle, wo ich dann quasi meinen neuen Song vorstelle und eventuell für nächstes Jahr eine neue Stadelnacht. Mal schauen. Wir haben ja auch zurzeit gerade den neuen Titel draußen, Das schaffst nur du. Der wird auch glücklicherweise, ich kann es noch gar nicht glauben, auf Mallorca tatsächlich in der Schinkenstraße gespielt. Premiere, mein erster Song in der Schinkenstraße. Ich bin mega glücklich. Dein Lebensmotto? Lebe nicht dein, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Definitiv, das ist mein Lebensmotto, nach dem ich lebe. Und bisher klappt das ja auch ganz gut.